Herzlich willkommen im Freien Münster. Jörg Ulrich Busch, unser Organist, und ich, Niklaus Peter, Pfarrer hier im Freien Münster. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind in dieser neuen Videosequenz. Wort und Musik haben wir es genannt, weil wir gedacht haben, in Zeiten, in denen wir keine öffentlichen Konzerte machen können, machen wir Videoeinspielungen. Geistliche Musik, etwas für die Seele, aber zugleich haben wir gedacht, kleine Wortbeiträge über die Tugenden. Weshalb die Tugenden? Darüber habe ich im ersten Mal gesprochen. Es sind Haltungen, wo wir versuchen, menschlich zu leben und die Vielfalt dessen, was wir tun sollen, in konkrete Gestalten umzusetzen. Wir haben gesprochen über die klassischen Tugenden, also Tapferkeit und Besonnenheit. Und dann haben wir gesprochen über Gerechtigkeit und Weisheit. Heute über zwei der sogenannten drei religiösen Tugenden, nämlich über Glaube und Hoffnung. Aber wie immer beginnen wir zuerst mit einem Gebet. Es ist ein Gebet von Dag Hammarskjöld, dem ersten Generalsekretär der UNO, ein schwedischer Diplomat und gleichzeitig ein eindrücklicher Christ. Ich beginne die Reise nach innen. Ich reise in mich hinein, zum innersten Kern meines Seins, wo du wohnst. An diesem tiefsten Punkt meines Wesens bist du schon immer vor mir da, schaffst und belebst, stärkst ohne Unterlass meine ganze Person. Thank you.
Nun erklären Sie mir doch bitte schön, könnte jemand von Ihnen sagen, was denn Glaube und Hoffnung mit den Tugenden zu tun hat? Denn Tugenden haben es doch mit Moral und praktischer Ethik zu tun und nicht mit dem, was wir glauben und hoffen. Nun, der große mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin, er war da anderer Meinung, denn er ist es gewesen, der die vier Kardinaltugenden der Griechen, also Tapferkeit und Besonnenheit, Gerechtigkeit und Weisheit, mit den drei religiösen Tugenden zusammengenommen hat, mit Glaube, Hoffnung und mit der Liebe. So kam es zu der Siebenzahl der Tugenden. Thomas von Aquin hat sich dabei berufen auf eine Stelle im Hebräerbrief im Neuen Testament, im 11. Kapitel. Dort lesen wir nämlich, der Glaube aber ist das, was unter aller tiefen Hoffnung steckt, der Schlüssel für all das, was nicht sichtbar ist. Wegen solchen Glaubens hat man die Alten als Zeugen verehrt. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt erschaffen ist durch Gottes Wort und das Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. In diesem fulminanten 11. Kapitel des Hebräerbriefs, auf das sich Thomas von Aquin bezieht, ist der Glaube also nicht als eine Art von Weltbild, von Weltanschauung definiert, sondern vielmehr als ein Grundvertrauen, eine Grundhoffnung, ein hoffnungsvolles Grundvertrauen auf Gott selbst, der uns verwandelt, der uns erneuert. Der Hebräerbrief präzisiert. Er sagt, es geht um Dinge, die man nicht sieht. Was er damit sagt, natürlich, wir sehen Gott nicht, aber das, was wir hoffen, ist verbunden mit dem Göttlichen. Das, was noch nicht ist und deshalb mit dem Glauben, mit der Hoffnung verbunden, ist auch eine Erwartung, dass sich etwas verändern kann. Eine tiefe Zuversicht und zugleich eine Art von standhaft bleiben. Glaube also weit mehr als ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzchen. Man könnte es auch so sagen, wer an Gott glaubt, wird kritisch, weil er weiß, es gibt Potenzial, es können sich Dinge verändern,
wir wollen nicht alles glauben. Er hofft auf spezifische Dinge, auf eine Verwandlung dieser Welt zum Besseren hin. Georges Bernanos, ein faszinierender christlicher Schriftsteller, hat einmal geschrieben: Nein, ich habe nicht den Glauben verloren. Der Ausdruck, den Glauben verlieren, so wie man seinen Geldbeutel verliert oder einen Schlüsselbund, ist mir immer ein wenig albern vorgekommen. Und dann fährt er fort: Man verliert nicht den Glauben, er hört auf, dem Leben Form zu geben. Das ist alles. Wenn ein gebildeter Mensch ganz unmerklich dahin gelangt ist, seinen Glauben in irgendeinen Schlupfwinkel seines Gehirns zurückzudrängen, dann haben wir es genau damit zu tun, mit einem Glaubensverlust. Und das ist nun wirklich die Frage, die man sich selber stellen sollte. Prägt mein Glaube noch die Weise, wie ich auf andere zugehe, wie ich die Welt sehe, wie ich in der Welt lebe, wie ich meine Mitmenschen sehe, auf sie zugehe? Spielt der Glaube eine Rolle in meinen Verhaltensweisen, Mitmenschen gegenüber, der Welt gegenüber? In der Weise beispielsweise, wie ich Entscheidungen treffe, bei Abstimmungen, aber durchaus auch beim Autokauf, beim Gemüsekauf, beim Kauf von Turnschuhen. Denn da stecken immer ethische Entscheidungen drin. Es ist deshalb, liebe Zuschauer, so wichtig, dass man auch darüber spricht, was man glaubt und was man hofft. Denn, wie gesagt, wenn es wirklich ein Glaube ist, dann sollte er Auswirkungen haben, sollte er unser gemeinsames Leben prägen. Und nicht nur das. Arnold Stadler, der Schriftsteller, hat einmal gesagt: Der Unglaube ist auch nur ein Glaube. Der Glaube ist vielleicht schöner als der Unglaube. Und ja ist ein schöneres Wort als nein. Thank you.